Vorbei ist der Winterschlaf, jetzt machen sie mobil. Die Milben aus Würchwitz in Sachsen-Anhalt. In seiner kleinen Einraummanufaktur hegt und pflegt Helmut Pöschel die Käsemilbenkultur seiner Vorfahren. Die Milben sind ja wahre Künstler in der Produktion von Wirkstoffen. Ich denke auch an Giftstoffe, Farbstoffe, Klebstoffe. Was können denn Spinnentiere? Das sind doch fantastische Tierchen. Und wir nutzen praktisch die Fähigkeit aus der Haltbarmachung und des Geschmacks. Die Grundlage für das Milbengedeck ist Magerquark. Jeder Käse entsteht in Handarbeit, nach altem Rezept. So, jetzt kommt ein bisschen Kümmel an und natürlich Salz. Und ein Geheimtipp sind natürlich diese Holunderblüten, die getrockneten. Die geben diesem Käse dann ein ganz besonderes Aroma. Ganz wichtig ist, dass es ein richtiger, guter Bio-Quark ist. Wenn das minderwertiger Quark ist, gehen die Milben nicht dran. Erfahrung ist alles, wenn die Milbe mitmachen soll. Meine Mutter hat das gemacht, meine Großmutter, meine Urgroßmutter. Und fast jeder Bauer hatte hier so seine Spezialität. Und das ging bis zu Ende des Zweiten Weltkrieges, wurde dieser Käse hier massenhaft hergestellt. Und dann war es verboten. Und erst nach der Wende haben wir das weltweit wieder verbreitet. Und jetzt kommen ja überall Leute her, die das nicht fassen können, dass man sowas essen kann. Unfassbar, aber wahr. Weltweit werden diese Milben bekämpft. Und hier in diesem Altenburger Land, in dieser Gegend, 20 Kilometer um diese Stadt Altenburg herum, da macht man diesen Käse ungefähr seit 1000 Jahren. Und dann hieß er ja nicht Milbenkäse, sondern hieß Mellenkäse. Und ich wusste auch nicht, was Mellen sind. Meine Großmutter hat mir das nie gesagt, dass das lebende Tiere sind. Das habe ich dann erst durchs Mikroskopieren kennengelernt. Da habe ich gleich mal 14 Tage keinen Milbenkäse gegessen. Aber dann habe ich mich überwunden. Sind die Rollen getrocknet, kann die Raubtierfütterung beginnen. 100.000 Tiere versuchen jetzt, was abzukriegen. Die Aufgabe der Milben? Quark essen und dabei reichlich ausscheiden. Und wie beim Wein gilt, je länger er liegt, umso teurer wird er. Wenn er noch so hell ist, ist er noch ziemlich jung, also vielleicht einen Monat, ne? Und später werden die dann immer kleiner. Man sieht schon an der Größe, dass die Milben hier viel abgenagt haben. Und die kleinen werden immer intensiver und besser im Geschmack. Und hier sieht man so diese fertigen Käse, die also schon sehr teuer sind und sehr lange betreut worden sind. Nach der Ernte das Vergnügen. Übrigens, Spuren von Milben und deren Überreste sind beim Verzehr durchaus erwünscht. Er schmeckt nach harzer Käse mit bitterer Note, mit milbigem Abgang. Und wer das einmal probiert hat, kommt schlecht davon los. Es wirkt dann fast wie eine Droge. Der Geschmack ist so intensiv, der hält sich sehr lange im Mund. Ich sage immer, der ist so toll, der läuft alleine hinter. Na dann, auf die Plätze, fertig, los.